Zurück bei Fallout New Vegas und hier sind wir beim Ja-Sager. Wir haben letztes Mal den Omerzas geholfen, haben dadurch aber einen negativen Ruf bekommen. Und das schmeckt mir leider Gottes gar nicht. Ich will eigentlich beliebt sein. Vielleicht sollten wir der RNK helfen. Gucken wir mal. Man muss diesen Platin-Chip einfach gern haben, oder? Er schwingt voller Macht und Möglichkeiten. An ihrer Stelle würde ich den Chip ja fast zu Mr. House bringen, um all seine Tricks kennenzulernen. Es sei denn, sie wollen die RNK oder Caesar's Legion an die Macht bringen. Das möchte ich nicht entscheiden müssen. Sprechen wir über die Stämme, die ich besser kennenlernen sollte. Bitte, machen Sie weiter. Ich habe den Omertas geholfen, den perfekten Plan für das Abschlachten des Strips zu erarbeiten. Man könnte meinen, das wäre schlecht für den Strip, aber es muss wohl doch gut sein. Ja, etwas Abkühlung auf dem Strip kann nicht schaden, oder? Denen zeigen wir es. Gut. Ein Thema erledigt, noch 4 offen. Okay. Ich möchte, dass die Feinschmeckergesellschaft in Ruhe gelassen wird. Sagen Sie nichts weiter. Wenn Sie sagen, dass Sie gut sind, dann sind Sie gut. 2 Themen erledigt, 3 noch offen. Okay. Bitte. Was ist mit der der Feinschmeckergesellschaft? Da kann ich eigentlich nichts machen. Wir sehen uns. Wildcards hier und welche Armee? Okay. So, schauen wir mal, was das Tops noch zu uns für uns zu bieten hat. Und ich weiß nicht, den Omertas. Ich mag die nicht. Ich mag die Omertas nicht. Wir sollten den Boss umbringen, oder? Ich meine, es würde mich interessieren, was passieren würde. Müssen wir hier zu jemanden? Hier, oder? Nö. Bist du denn? Da ist doch jemand, oder? Hier vielleicht? Dieser Ort ist einfach der Hammer. Wo müssen wir denn hin? Was zum Teufel ist das für ein Geschöpf? Bitte? Hallo, ring a ding, baby. Da ist ja der High Roller. Hey, Sie sind die Typen, die Benny getötet hat. Wo muss ich denn hin? Hier oben vielleicht, oder? Hey, hey! Willkommen, willkommen, willkommen zum besten Unterhaltungsangebot von New Vegas. Mein Name ist Tommy Torini. Guten Abend. Erzählen Sie mir von diesem Theater. Tja, es war meine Idee. Naja, und die vom Rest des Rat Packs. Wir gingen damit zu Benny und er hielt es für eine gute Idee. Und jetzt, ein paar Jahre später, sind wir die beste Show in New Vegas. Was halten Sie von Benny? Benny? Ach, der Typ ist schwer in Ordnung. Er hat nicht viel musikalisches Talent, aber er kann ein Geschäft führen. Zumindest, wenn er gerade da ist. Jupp, ich verstehe. Haben Sie eine Ahnung, wohin er geht, wenn er so verschwindet? Naja, das haben Sie nicht von Tommy. Aber Benny zieht hin und wieder gerne mal auf Sauftour. In der Regel ist er nur ein paar Tage weg, aber das letzte Mal war er fast einen Monat verschollen. Wenn Sie mich fragen, hat er sich mit einem Mädel aus dem Gomorrah in seiner Suite verschanzt, da niemand gesehen hat, wie er sie verlassen hat. Okay, ja, aber du wirst leider Gottes nie erfahren, dass er jetzt für längere Zeit nicht mehr kommen wird. Was machen Sie hier?
Naja, abgesehen von meiner Tätigkeit als Talentmanager, Showplaner und Mann für alles in diesem edlen Theater, bin ich auch noch der Star der Show. Jeden Abend gibt es von 8 bis Mitternacht die Red Pack Revue live, nur hier im Aces Theater. Echt? Was für Arten von Unterhaltung haben Sie denn? Naja, die Attraktionen sind derzeit ein wenig dünn gesät, aber jeden Abend von 8 bis Mitternacht gibt es die Red Pack Revue. Songs, Tanz, Witze, wir bieten das ganze Paket. Vielleicht könnte ich dabei helfen, ein paar neue Attraktionen zu finden. Sicher, Baby, sicher. Tommy sucht immer nach neuen Talenten für das Aces. Wissen Sie was? Wenn Sie unterwegs auf gute Attraktionen stoßen, geben Sie ihnen meine Karte. Wenn was draus wird, winken Ihnen 3% der Einnahmen. Schauen Sie ab und an vorbei, wenn Sie Leute rekrutiert haben. Dann kriegen Sie Ihre Kohle. Okay, die Suche nach Talenten ist nicht so meine Sache, da passe ich lieber. Klar, ich werde die Augen offen halten. Ring-a-ding, meine Karte. Was gibt es auf dem Strip sonst noch an Unterhaltung? Warum wollen Sie Tommys Herz mit einer solchen Frage brechen? Ich leite hier das beste Unterhaltungsangebot in New Vegas und Sie fragen mich, was es sonst noch gibt? Ganz sicher nichts, was unseren Angeboten im Tops das Wasser reichen könnte. Okay, tut mir leid, ich meinte das nicht so. Kein Thema, Baby. Tommy verzeiht gerne. Reden wir über die Talente. Diese Stiefelvisage mit der Rasierklingenzunge? Eine verdammt heiße Attraktion. Und wie Tommy versprochen hat, hier ihre 3%. Klingt super. Oh ja, Strip-positiver Ruf. Tschüss. Immer cool bleiben, Baby. Okay. Okay, okay, okay. Gut, Leute. Folgendes. Mir gefällt das nicht mit den Omertas. Wow. Wow. Mir gefällt das nicht mit den Omertas. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt hier mal speichern. Sicher, sicher. Ich will meinen Ruf zurück. Schnell speichern. Wir gehen jetzt da hinein. Wir behalten unsere versteckten Waffen. Dann killen wir den Boss und schauen, was passiert. Willkommen im Gomorra. Okay, versteckte Waffen behalten. So. Gut. Was gibt's denn da so dumm zu glotzen? Klappe. Und dann schauen wir, ob wir einen positiven Ruf bekommen. Wenn wir keinen positiven Ruf bekommen, laden wir einfach neu. Das ist alles andere, was ich machen wollte. Den Omertas so zu helfen. Sind wir richtig? Ne, wir sind doch falsch, oder? Oh Gott. Gibt's doch nichts. Der Weg kann doch nicht so schwierig sein. Ah, hier. Suchen Sie sich etwas Gesellschaft. Amüsieren Sie sich. Tja, irgendwie siehst du aus wie so ein Nachwuchsfriseur. Jetzt geht's hier an den Kragen, Junge. Schauen Sie mal im Innenhof. Hier werde ich zeigen. Was Scheiße. Okay, bewusstlos. Sie haben Karma dazu gewonnen. Nimm das. Okay. Wow. Du Killer. Oh Gott. Die Waffe geht gar nicht. Big Cells, Kennwort.
Oh. Deine Brille nehmen wir mit. Meine Waffe noch. Ah, noch immer die. Sehr schön. Sehr schön, Rex. Barkeeper. Wow. Okay. So. Jetzt machen wir Folgendes. Big Cell ist eigentlich unnötig für uns jetzt. Wir haben, glaube ich, alle Quests erledigt. So, Big Cell's Kennwort. Wo ist es denn? Big Cell's Kennwort. Daddy's zu Hause. Schloss entriegeln. Troika Erpressungsnotiz. Okay. Gut, Leute, im Moment geht's uns noch gut. Im Moment geht's uns noch gut. Ha. Jetzt räumen wir den Laden ein wenig auf, oder? Dann nehmen wir uns die 44er. Die Magnum. Okay, wer will sich mit mir anlegen? Wir sollten schlafen. Oh Gott, wir sollten uns heilen. Hm, das schaffen wir, oder? Okay. Niemand hier? Spätestens jetzt hätte ich Joanna befreit. Das haben wir gleich. Mir entkommst du nicht. Oh Gott. Boon. Boon. Gut, mach die Sache leichter. Ganz wie sie wollen. Boon, warum gehst du denn auf die Prostituierten? Okay, im Moment noch nicht so schlecht, der Ruf. Wow! Okay. Okay, 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 okay. Ich brauche einen Steampack. Ich brauche einen Steampack. So. Und jetzt, jetzt seid ihr fällig! Das ist mal eine Oh, shit. Okay. Perfekt. So. Wow, 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 wow. Von wo? Oh Gott. Ja, ja. Du musst nur mal kommen. Du musst nur mal kommen. Versteck dich doch nicht. Ha, jetzt habe ich dich. Ha! Wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Polizeischrotflinte, jetzt geht's hier an den Kragen, junger Mann. Oh ja. Hier ausnehmen. Hier ausnehmen. Gut, wir verlieren eigentlich eh nicht wirklich einen Ruf. Oh. Boon, wo bist du?
Harpoon. Okay. Bin ich jetzt auf mich alleine gestellt, oder wie? Achtung. So, jetzt sollten wir uns wieder heilen. Schaden plus 25%. Was können wir noch nehmen? AP plus 15. Das ist mal eine ganz schöne Scheiße. Wow! Oh! Oh mein Gott! Ach du Scheiße. Ja. Hier wird's ganz schön schmutzig. So, wo ist noch jemand? Hier nicht. Wo ist überhaupt Boon? Ich zermatsch dich, wenn ich dich finde. Na warte, das mache ich schon. Ha! Hier haben wir dich. Fuck you! Ich werde dir den Arsch zurechtstutzen. Komm doch. Yes! Oh Gott, jetzt sollten wir uns wirklich heilen. Okay, ja, das wollte ich eigentlich. Kohle machen. Kohle machen und dann... Oh Gott. Wir sind eigentlich sowas von erledigt. Wo ist Rex? Hier ist Rex! Hey, Junge! Oh Gott, die Spielerin. Ja. Soll Schlimmeres passieren. Soll Schlimmeres passieren. So, jetzt werden wir den Laden dann einmal ausräumen. Okay, hier ist niemand mehr. Boon ist auch noch da. Ja, dann verschwinde. Rex! 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 Sei doch lieb! Sei doch lieb zu den Gästen! Oh Gott! Oh Gott! Rex! Du Menschenfresser! Oh Mann! Na, nehmen wir uns die mit. Nehmen wir uns die mit. Die ziehen wir uns irgendwann mal über. Geben wir uns als Frau aus, vielleicht glaubt uns jemand. So, ja, jetzt haben wir eigentlich die Gewalt über das Gomorra. Wir sind jetzt eigentlich hier alleine. Und jetzt können wir eigentlich hier alles plündern. Jetzt ist die Frage, ich würde jetzt einmal da rausgehen. So, gehen wir mal da raus. Und dann wieder hinein, ob wir die Waffen abnehmen müssen. Und wie unser Ruf ist. Was gibt's denn da so dumm zu glotzen? Okay. Ja, also scheint ja. Okay. Ja, es scheinen ja eigentlich noch Leute herzukommen und zu spielen. Die können sich dann natürlich selbst bedienen. Es gibt ja noch genug einarmige Banditen. Und so, Waffen. Oh ja. Gut, den Revolver, den werden wir... Zack, zack, zack. Okay, Schaden. Da ist der Zustand eigentlich ganz okay.
Jetzt haben wir zwei relativ gute hier. Okay. Ja, sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. So. Ich will dort hinein. Ich will mir meinen Anteil abholen. Wie kommen wir dort hinein? So, hier ist mal alles erledigt. Okay, ein wahres Blutbad hier. Sieht ja wirklich schräg aus. Und Rex, unser Killerhund. Aber ich möchte hier hinein. Das heißt, wir werden irgendwie von unten da rein müssen, schätze ich einmal. Jetzt stehen uns natürlich alle Türen offen. Und ich finde es irgendwie cool, dass wir keinen negativen Ruf erworben haben. Wir haben sogar Karma dazu bekommen. Und das finde ich sehr geil. So. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es für diesen Revolver auch noch... Komm her da. Das Geschäft läuft gut. Alle Familien haben Geld. Aber im Gomorra geht es wirklich zur Sache. Okay. Speichern wir mal. Ich bin getroffen! So. Sora-Schlüssel. Okay, zu den Suiten. Oh. Scheiße, wir haben Dietrich. Verdammt. Na, warte mal. Warte mal. Haben wir nicht etwas mit Dietrich? Was ist eigentlich das für ein Buch? Schusswaffen um 3 erhöht. Perfekt. Sprengstoff. Wissenschaft. TP. Nö, leider nicht. Gomorra Main Level. Weiter runter. Kaum zu glauben, dass Cacino die Familie betrogen hat. Was gibt's denn da so dumm zu glotzen? Gut, du darfst leben. Du darfst leben. Interessant, wir werden nicht angegriffen. Das ist wirklich verdammt interessant. Und hier unten waren wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Kann das sein? Hier unten waren wir noch nicht. Okay, da waren wir schon. Hier sind wir im Main Level. Oh. Okay, ja, das kennen wir. Aber gibt es... Wie komme ich dort hinein? Das gibt's doch gar nicht. So, wir müssen hier hinunter... Ah, scheiße, das ist... Oh ja, das ist diese Tür hier. Fuck. Das ist natürlich ärgerlich. Willkommen zurück im Gomorra. Suchen Sie sich ein Mädel oder einen Burschen und trinken Sie was. Sie gehören zur Familie. Okay, hier waren wir schon überall. Hier waren wir auch. Ja, bleibt eigentlich nicht mehr wirklich irgendetwas übrig. Komm, den nehmen wir mit. So, Graf Tod, töten Sie irgendwas. Perfekt. Ja, wir sind der Graf Tod. Graf Tod des Gomorra. Okay. So, das knacken wir.
So. Was geht hier vor sich? Wir sind das Aufräumkommando. Okay, alles sauber. Alles sauber. Ebenfalls. Aber wir kommen hier weiterhin nicht hinein. Einen Schlüssel hat er ja nicht, glaube ich, oder? Hat er einen Schlüssel? Nö. So, da haben wir noch einen Typen. Ich finde es echt witzig, dass die uns überhaupt nicht angreifen. Bam! So, vielleicht genau gleich. Ah, das ist anders. Ah, verdammt. Es müsste so sein. Jemand hier? Okay. Oh, was ist das? Es leuchtet. Steinhartes Fallobst. Fallobst. Okay. Eigentlich nichts, was wirklich wertvoll wäre. Bankettwein. Mal oben gucken. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Rex? Eventuell eine Zeitschrift? Nein, lauter Gottes auch nicht. Okay, okay, okay. Ja, du musst leider auch sterben. Ich finde es irgendwie total witzig. Oh, ja, 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 scheiße. Perfekt. Danke, Rex. Vielen, 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 vielen Dank, Rex. Okay. Na gut. Wir sollten schlafen. Wir sollten uns echt ausruhen. Ja, sagen wir mal 6 Stunden. Okay. Tja. Also eigentlich gibt's hier nicht mehr sehr viel. Ich dachte eigentlich, dass wir vielleicht noch an irgendeinen Schlüssel kommen. Aber es sieht nicht mehr so aus. Gut, die lassen wir hier tanzen. Willkommen zurück im Gomorrah. Wobei dieser Typ hier interessant wäre. Und trinken Sie was. Sie gehören zur Familie. Das ist mal eine ganz schöne Scheiße. Wow. Ich werde den Arsch aufreißen. Ich dir auch. Okay, Boon. Schöne Scheiße. Ich werde den Arsch aufreißen. Wow. Also der ist ganz schön. Boon ist bewusstlos.
Na warte. Wo bist du? Wo bist du? Jawohl. Was haben Sie getan? Was haben Sie getan? Blödsinn. Wir haben gar nichts getan. Was sollen wir schon getan haben? Ein paar Leute gekillt, mehr nicht. Wir haben euch befreit. So. Okay. Sollten wir mal Schusswaffen höher bringen. Heller Kopf. Mit jedem Rang des Extras Heller Kopf erhalten Sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Können Sie eines Ihrer Special-Attribute um einen Punkt erhöhen? Das machen wir. Was nehmen wir? Charisma. Sprache, oder? Nehmen wir das. Zack. Okay, der hatte leider Gottes nicht mehr wirklich etwas. Wenn du Bock hast, dann gib mir mal was Süßes. Oh Gott. Nicht wirklich, oder? Mit einem Hund. Das ist ein Hund. So. Raus mit uns. Raus mit uns aus dem Gomorra. Na bitte, die Leute wollen doch spielen. Da wirst du aber ewig warten. Okay. Gleich habe ich Glück. Ich kann es spüren. Gut. Ja, wir haben im Gomorra aufgeräumt, Leute. Und jetzt geht es weiter mit der Hauptquest. Aber das Ganze dann im nächsten Teil. Bis dann.